Herzlich willkommen zu unserem Screencast mit dem Thema Transponieren von Matrizen. Dabei kann man auf zwei verschiedene Arten vorgehen, die wir im Folgenden demonstrieren möchten. Matrizen können sowohl von den Zeilen als auch von den Spalten ausgehend transponiert werden. Beides werden wir im Folgenden demonstrieren. Beginnen möchten wir mit der Methode nach Zeilen. Wir haben hier einmal die Beispielmatrix A, die wir in die Matrix AT transponieren wollen. Nun beginnen wir damit, die erste Zeile von Matrix A zu transponieren und diese wird somit zur ersten Spalte der transponierten Matrix AT. Die zweite Zeile von Matrix A wird zur zweiten Spalte der transponierten Matrix und somit haben wir nun unsere transponierte Matrix AT. Beim Transponieren der Matrix A kann auch spaltenweise vorgegangen werden. Hierbei wird die erste Spalte von Matrix A zur ersten Zeile der transponierten Matrix AT, die zweite Spalte von Matrix A zur zweiten Zeile von AT und so weiter. Ob Sie nun zeilenweise oder spaltenweise transponieren, bleibt Ihnen überlassen. Das Ergebnis für die Matrix AT bleibt in jedem Fall das gleiche. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.